Mit dem Skolia Online zocken macht natürlich Riesenspaß, aber geht das nicht auch kabellos? Na klar geht das. Dazu bietet Skolia selbst bzw. entsprechende Händler auch einen ganz speziellen Wonets-Wi-Fi-Adapter an. Den musst du aber auch erstmal zu konfigurieren wissen. Und das Ding ist halt leider nicht immer verfügbar. Darum habe ich mich noch nach einer Alternative umgeschaut, die glücklicherweise häufiger zu bekommen ist. Nämlich die einfache Wonets Bridge. Bei mir funktioniert es jedenfalls wunderbar. Und wie ich das Ganze eingerichtet habe und zum Laufen bekommen, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Denn falls du eine ähnliche Situation hast wie bei mir, ich habe mir den Dartraum umgestaltet und wollte vor allen Dingen keine Kabel. Und da ist natürlich auch nichts schöner, wie wenn du so eingerichtet bekommst, dass auch das Skolia generell kabellos funktioniert. Und das tut's richtig gut sogar. Das hier ist der von Skolia selbst auch empfohlene Wi-Fi-Adapter, und zwar von Wonets. Die genaue Typenbezeichnung ist VAR11N300. Das 300 hinten steht für die maximale Übertragungsrate von 300 Mbit pro Sekunde. Unterstützt soweit alle Netzwerkstandards und wie ihr seht, das Ding ist halt erstens sehr, sehr kompakt mit gerade mal so 4x4 cm, ist nach Industriestandard deswegen auch sehr stabil und von Skolia selbst empfohlen. Und das Schöne ist halt, es hat hier eine USB-Stromversorgung, das passt genau an den noch freien Port bei dem Skolia. Und weil es euer Netzwerkkabel ersetzt, deswegen eben der Netzwerkstecker, der kommt hinten dran, aber nach der Einrichtung wird das Ganze dann kabellos funktionieren. Und der Standardpreis liegt so um die 30 Euro. Manchmal auch ein bisschen günstiger, je nachdem wo man es kauft. Also 25 bis 30 Euro kostet dieser Wonets Wi-Fi-Adapter für Skolia. Das Ding bei diesem kleinen kompakten Gehäuse ist aber, dieser Adapter hat nur eine kleine interne Antenne und es kann jetzt, je nachdem wie weit ihr von eurem Router weg seid, von der Reichweite her eben begrenzt sein. Und das ist bei mir zum Beispiel der Fall und darum habe ich mich mal nach einer Alternative umgeschaut und die habe ich ebenso in einem Wonets Adapter gefunden, nämlich diesen hier. Das ist der Wonets VAP11G300 und wie du siehst, der ist halt ein kleines bisschen länger. Statt 4 eben 8 cm, aber nach wie vor extrem flach. Und den habe ich für 22 Euro bei Amazon bekommen. Und der hat eben den Vorteil, dass er hier aber Raum hat für zwei omnidirektionale Antennen. Also kurzum, der hat einfach zwei Antennen verbaut. Und es kann halt gerade in kritischen Bereichen für eine bessere Abdeckung, also letzten Endes Verbindung mit deinem Skolia sorgen. Und von den Anschlüssen auch sehr gleich, hat nämlich ebenso einen USB-Anschluss, um es an deinem Skolia zu betreiben und mit Strom zu versorgen. Und natürlich das Netzwerkkabel, wo das Ding ja jetzt die Aufgabe dann kabellos übernimmt. Beide funktionieren sehr gut mit dem Skolia, sehr kompakt. Die lassen sich auch sehr, sehr einfach konfigurieren und arbeiten dann einfach zuverlässig. Die Einrichtung beider Adapter ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt aber einen ganz klitzekleinen Unterschied und der besteht in dieser kleinen Buchse hier, wo dann der USB-Anschluss verlängert ist. Bei dem, ich nenne es einfach mal den weißen Adapter, habt ihr hier nämlich tatsächlich die passende Steckerverbindung, um zum Beispiel diesen Adapter direkt an dem Netzteil von eurem Skolia mal dran zu hängen. Da braucht ihr auch nicht das Netzwerkkabel, sondern den einfach dran stöpseln. Dann kriegt ihr schon die passende Stromversorgung und lässt sich darüber einrichten. Das ist Variante 1, die ich jetzt hier gleich mal zeige. Und bei dem blauen Adapter muss ich mal hier ins Kamerabild rücken. Wenn ich hier den Stecker löse, dann ist das genau umgedreht. Also mal zum Vergleich, ne? Das ist quasi hier Männlein, das ist Weiblein. Und das heißt, ich kann den blauen jetzt nicht strommäßig einfach an mein Skolia-Netzteil hängen, sondern lasse ihn einfach, wie er ist, nutze den USB-Stecker und mache das Ganze dann an meinem Notebook bzw. Rechner. Und das heißt, ich kann euch für diese beiden Wi-Fi-Brücken, Bridges heißt es ja, einmal die Einrichtung zeigen, wie ihr den weißen Wonets direkt an den Stromanschluss vom Skolia einrichten könnt. Sprich kabellos, über ein Tablet zum Beispiel. Und bei dem zweiten nutze ich direkt auch diesen USB-Anschluss und mache das dann am Notebook oder Rechner. Also, den weißen Wonets habe ich jetzt direkt mit dem Stromnetzteil vom Skolia verbunden. Jetzt warte ich so rund eine Minute, bis der gestartet ist und gehe jetzt auf meinem Rechner.
Denn hier müsste ich jetzt im WLAN den Vonage sehen, so wie hier. Und das Passwort ist sehr, sehr einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Blende ich hier ganz kurz ein. Dann einfach mit dem Ding hier verbinden. Das dauert einen kleinen Augenblick. Und wenn der die Verbindung hat, dann jetzt einfach den Browser aufrufen. Egal, was er da nutzt. Er kann jetzt noch nicht online sein. Wir wollen uns jetzt erstmal mit dem Adapter verbinden. Darum oben die URL eingeben. 192. 168, 253, 254. Schon öffnet sich die Vonage-Oberfläche und Benutzername wie Passwort ist hier standardmäßig Admin und Admin. Dann könnt ihr euch einloggen und wir wählen jetzt nicht den operativen Status, sondern gehen auf den Wizard und auch nicht die Router-Funktion, sondern Wi-Fi Bridge klicken. Dann wird sich jetzt gleich ein Fenster öffnen, genau, und er fängt automatisch an, die entsprechenden verfügbaren WLAN-Netzwerke zu suchen. Ich benutze hier mein Dart Garage Wi-Fi, klicke auf Next und jetzt verlangt er natürlich das übliche Passwort. Das müsst ihr einfach für euer WLAN-Netzwerk eingeben. Da unten kannst du, wenn du willst, jetzt nochmal einen separaten Namen vergeben, weil der quasi eine Erweiterung deines Netzwerkes ist. Nehme ich immer hinten das Kürzel extern, dann kann ich das besser unterscheiden. Durch Drücken auf den Button Apply wird sich jetzt der Adapter mit deinem Netzwerk verbinden. Und jetzt musst du nichts anderes machen, als unten auf Reboot zu klicken. Jetzt wird sich das ganze Ding selbst einrichten mit den entsprechenden Daten, die du eingegeben hast. Und an sich kannst du den Browser jetzt auch schließen, steht hier auch unten in der Meldung, denn der ist jetzt fertig eingerichtet. So, der Vonage-Router ist eingerichtet. Ich habe das hier alles ein bisschen frei hängen lassen, dass ihr jetzt das besser nachvollziehen könnt. Ich hoffe nicht, dass das bei euch so wild in der Gegend rumhängt. Stell auf jeden Fall sicher, dass du auch das Netzteil, also den Stecker, wirklich aus der Steckdose raus hast. Beim Schalter selber kann man das nicht sehen, da ist keine LED dran. Und damit hier nichts falsch läuft, lieber vorher komplett einmal den Strom raus haben. Wenn du sicher bist, dass hier kein Strom mehr drauf ist, dann kannst du den Adapter hier einfach abziehen. Und jetzt kannst du erstmal wieder die normale Stromverbindung vom Skolia herstellen. Ist ja nicht an. Und der Wi-Fi-Adapter hat ja diese USB-Verlängerung, die habe ich an den freien Port gesteckt. Jetzt kommen die beiden hier wieder zusammen. Und jetzt fehlt nichts anderes als der Netzwerkstecker. Der kommt jetzt hier hinten in die freie Dose. Zack. Und damit ist jetzt alles korrekt verkabelt. Ich werde das Ganze jetzt hier wieder umgedreht natürlich in die vorgesehene Halterung schrauben. Und der Wi-Fi-Adapter ist so leicht, den kann ich mir hinter den Surround-Ring klemmen. Und damit ist das Ganze mehr oder weniger unsichtbar und funktioniert kabellos. So, mit dem blauen Vonage mache ich es ein bisschen anders. Wie gesagt, den kann ich nicht direkt an das Netzteil vom Skolia anstöpseln. Deswegen nutze ich den USB-Port von meinem Notebook. Und hier habe ich gleichermaßen jetzt auch den LAN-Port einfach mal mit eingestöpselt, dass du siehst, dass die Einrichtung so auch funktionieren kann. Auch dem blauen Adapter gebe ich so, naja, ein kleines Minütchen Zeit, dass der sich hochfährt. Dann gehe ich hier unten auf meine Netzwerkverbindung. Hier sollte jetzt auch der Vonage-Adapter auftauchen. Tut er ebenso. Dann sage ich, ich möchte mich ganz gern mit dem verbinden. Auch hier brauche ich bei der Ersteinrichtung wieder das Passwort. Das ist das gleiche wie bei dem anderen auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Enter drücken und einfach ein bisschen warten, bis der sich soweit verbunden hat. Vonage ist dabei, kein Internet gesichert. Das heißt jetzt auch wieder den Browser aufrufen. Und hier ist diesmal die URL ein ganz klein bisschen anders als bei dem weißen. Die ist 192, 168 und dann zweimal 254. Mit Enter bestätigen und schon sind wir in der Oberfläche. Die sieht genau aus wie bei der anderen auch. Der hat halt nur ein paar weniger Funktionen. Das seht ihr gleich nach dem Anmelden. Auch hier wieder Benutzername ist Admin, Passwort standardmäßig ist Admin und einloggen. Er sucht wieder die verfügbaren WLAN-Netzwerke automatisch. Auch hier möchte ich mich mit meinem Dart Garage Wi-Fi verbinden. Wähle also das passende Netzwerk aus, gehe auf Next und auch hier wird wieder das Passwort verlangt.
Das gebe ich natürlich einmal ein. Auch hier unten ist dann wieder so ein Name vorgeschlagen. Ich hau da hinten immer das Kürzel extern rein, dass ich das für mich besser unterscheiden kann. Rest bleibt gleich. Wir drücken wieder Apply. Und damit ist die Einrichtung auch hier schon abgeschlossen. Jetzt klicke ich auf Reboot. Und die ganze Kiste wird jetzt die Einstellungen übernehmen. Und auch hier wieder den Browser kannst du eigentlich schließen. Denn jetzt kann das ganze Ding dann abgestöpselt und an dem Skolia drangestöpselt werden. Ach, was mache ich denn hier? Zum zweiten Mal die Recheneinheit mal rauspopeln. Wie ihr seht, das hing ja jetzt nicht dran. Das heißt, die ist eigentlich genauso verkabelt, wie man sie verkabeln sollte. Und jetzt kommt halt mein eingerichteter Wohnnetzadapter dazu. Blau zu blau quasi. Und hier kannst du jetzt auch nichts falsch machen, weil es gibt ja nur zwei Anschlüsse, nämlich für ein USB und für den Netzwerkport. Einmal an den freien USB-Port und einmal das Netzwerkkabel. Auch hier kann ich jetzt die Einheit wieder normal unten verschrauben, den kleinen schlanken Adapter hinter den Surround klemmen. Und wenn alles fertig ist, dann kann ich mein Netzteil wieder in die Steckdose stecken und das Skolia anschalten. So, dann gehe ich hier einfach mal auf mein Skolia. Schon bin ich drauf. Olli Start Garage ist schon mal dabei. Und wo sind meine Boards? Na wunderbar. Da ist auch Olli Start Garage Board. Ich bin online. Ja, und so einfach bringst du dein Skolia kabellos ins Netz. Ich finde es erstaunlich, wie gut es mit diesen kleinen Kistchen funktioniert. Dazu lassen die sich überall und auch komplett unauffällig unterbringen. Na, und wenn die Dinger einmal eingerichtet sind, ist es ja nur noch Skolia-Licht an. Ich warte dann immer so gut eine Minute, dann haben sich die Dinger eben mit dem Netz verbunden, dein Board ist dann online zu sehen und schon steht dem Spielspaß nichts mehr im Weg. Ich hoffe, es hat dir soweit geholfen, dein Skolia ins Netz zu bringen. Schreib sehr gern unten in die Kommentare, ob du eventuell noch eine andere Lösung für dich gefunden hast, welche auch gut mit dem Skolia funktioniert. Na und dann danke ich fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good darts, bis zum nächsten Video. Euer Olli. You're thinking, give me what you're drinking.